ihr Lieben, ich möchte mich nochmal vorstellen. Ich bin der Frank Glaser, LR Vertriebspartner und möchte euch heute mal ein paar schöne Produkte der Firma LR vorstellen. Da sind auch ganz innovative Produkte dabei, eine Weltneuheit, der LR Zeitguard. Das erkläre ich nachher noch, warum es eine Weltneuheit ist. Und ja, da ist eine gewisse Palette von Produkten, die ich ja aufgebaut habe, was wir zu Hause im Haushalt selbst benutzen. Das sind einmal die Aloe Vera Produkte. Ja, das hier ist so eine Art Aloe Vera Hausapotheke, könnte man es nennen. Aloe Vera Box nennt sich das. Da ist ein Emergency Spray, ein Konzentrat und eine Creme mit Propolis drin, die man verwenden kann bei kleinen Verletzungen, Wunden, Insektenstichen, Sonnenbrand, Halsschmerzen, bei allen möglichen Sachen, also so universal, ohne Nebenwirkungen und Gegenanzeigen, ja, aus dem Schoß von Mutter Natur. Dann ein Extra Freshness Aloe Vera Zahngel mit 43% reinen Aloe Vera Gel und auch noch Echinacea ist dabei. Das ist fluoridfrei und manche wollen ja das Fluor in den Zahncremes meiden. So, dann haben wir auch noch Mikrosilberprodukte. Mikrosilberprodukte sind sehr innovativ, weil dieses mikroporöse Silber in den Produkten ist antibakteriell, wirkt antibakteriell gegen Bakterien, Keime und so weiter. Und da haben wir von der Waschlotion über die Gesichtscreme eine Mikrosilber-Zahnpasta, was natürlich Zahnstein vorbeugt und auch gegen Mundgeruch. Wir haben einen Mikrosilber-Deo-Roll-On, ein Deo-Roll-On, der sehr wirksam ist, also 24 Stunden Wirksamkeit. Und natürlich durch diese Mikrosilber antibakteriell eine sehr, sehr gute Wirkung, aber ohne Aluminiumsalze. Und viele Menschen suchen ja nach Alternativen und im Fachhandel findet man nicht so richtig ein Produkt, was ohne Aluminiumsalze auch 24 Stunden sicher wirkt. Und da haben wir hier ein Top-Produkt. Dieses Mikrosilber wird auch ja, gegen Schuppen wirkt. Es gibt ein Shampoo, es gibt ein Zahnpflege-Kaugummi, also ein Gesundheitskaugummi, wo man gleich die Zähne pflegen kann. Ja, den Mikrosilber-Zahnpflege-Kaugummi hier. Ne? Also ganz innovative Sachen, die man so auf der Welt noch gar nicht gesehen hat. Und ja, dann haben wir ein Gesichtsreinigungsgerät. Ja, neuerdings produziert man auch Geräte für die Beauty- und Körperpflege. Und da werden auch noch weitere Geräte folgen. Das erste Gerät, was auf dem Markt ist, ist der LR Zeitguard. Ja, setzt sich zusammen dieses Wörtchen Zeitguard aus der Bedeutung Zeit, also eine Zeitersparnis beim Abschminken oder beim Gesichtreinigen, allgemein bei der Körperreinigung. Also es wirkt, wurde auch eine Studie gemacht, 10-mal schneller und effektiver als eine manuelle Gesichtsreinigung. Und das hat bestimmte Gründe, das möchte ich dann noch erklären. Ja, es ist hier in einer Ladeschale drin, auch in einer entsprechenden Verpackung. Ja, wird es geliefert mit Ladeschale, mit einer Beschreibung natürlich ausführlich oder auch noch eine Kurzbeschreibung findet man drin. Dann ein Steckerladegerät oder auch als USB-Anschluss verwendbar, wo man es hier zum Beispiel auch am Laptop laden könnte oder am PC. Und in diesen Bürstenkopf drin ist auch dieses innovative Mikrosilber verarbeitet.
Ja, eine Schweizer Firma produziert die Bürstenköpfe für das Gerät und die haben es geschafft, dieses Mikrosilber, was schon in den Pflegeprodukten so gut wirkt, in die Bürstenfilamente durch ein homogenes Verfahren einzuarbeiten und diese Mikrosilber-Ionen werden dann ständig von den Bürstenfilamenten abgegeben. Und das ist natürlich eine hohe Sicherheit, indem man dort keine Bakterien drauf duldet. Ja, also Bakterien werden vernichtet und Keime. Ja, es wirkt antibakteriell ständig durch die Mikrosilberionen und es verhindert auch den Wachstum und die Vermehrung der Bakterien. Und das kann ja schnell bei einer Reinigungsbürste passieren. Ja, Feuchtigkeit, Wärme, abgeschilferte Hautschüppchen, Schminkreste und so weiter. Eine sehr gute Mischung für eine Bakterienvermehrung. Ja, und hier wäscht man nach dem Gebrauch, ja, die sind so drauf gesteckt hier, die Bürstenköpfe, wäscht man den Bürstenkopf einfach aus und legt den zum Trocknen hier einfach in die Ladeschale rein oder lässt hier drauf stecken. Und ja, Bakterien können sich hier nicht bilden. Was dann auch schlecht wäre, wenn Bakterien auf so einer Bürste wären, bei der nächsten Gesichtsreinigung, wenn man Bakterien und Keime auf die Haut dann noch drauf bringt. Ja, das wäre gar nicht gut. Man kann dazu noch sagen, diese einzelnen Filamente, diese einzelnen Borstenfilamente sind maschinell abgerundet, jedes einzeln. Und das ist natürlich sehr, sehr sanft zur Haut. Auch der Abstand ist eben so gewählt, dieser relativ weite Abstand, dass der Schmutz dann auch und die Schminkreste aus den Poren regelrecht ja, rausgeschleudert werden. Was man zum Beispiel bei rotierenden Bürsten hat man diesen Effekt nicht. Das ist eine oszillierende Bürste, also die schwingt mit circa 7000 schnellen Schwingungen hin und her und ist natürlich dann auch eine sehr sanfte Geschichte. Ja, und im Gegensatz zu der rotierenden Bürste, ja, hier sieht man das vielleicht ein bisschen, dass das nur schwingt, das rotiert nicht. Und kann man jetzt auch mal hier auf dieser Feinstrumpfhose sehen, da gibt es keine Verletzungen. Ja, selbst wenn man das jetzt sehr stark hier drauf drückt, würden bei rotierenden Bürsten auch schnell Laufmaschen entstehen, also Verletzungen auch an der Haut können da entstehen. Und das hat man hier nicht. Und ja, der Schmutz wird quasi nicht in die Poren noch eingearbeitet, wie man das wahrscheinlich bei einer rotierenden Bürste hätte oder bei einem Gerät, was jetzt eine glatte Oberfläche mit einem Pad hat, sondern hier wird der Schmutz wirklich porentief entfernt, die Haut eben richtig gereinigt. Und das ist sehr, sehr wichtig für weitere Pflegeschritte, ja, wenn man teures Gesichtsserum aufträgt oder eine edle Schminke. Dann ist es ja nicht effektiv, wenn man das auf eine nicht komplett reine Haut aufbringt. Ja, dann ist die Wirkung ja nicht dieselbe. Ja, also eine Haut muss wirklich richtig gut gereinigt werden, damit auch die Pflegestoffe richtig aufgenommen werden von der Haut. Eine verschmutzte Haut, ja, ist wie eine Blockade und das bringt nichts. Ja, es hat auch noch natürlich einen Massageeffekt. Ja, wenn man das eine Minute täglich verwendet, ja, wie man das ja für die Gesichtsreinigung hier machen soll. In einer Minute verspricht das Gerät auch, dass man sich komplett abschminken kann. Und ja, ich denke mal mit einer klassischen Reinigung, also es wurden wirklich Tests und eine Studie gemacht, 10-mal ja, besserer Reinigungseffekt, 10-mal schneller als die manuelle Gesichtsreinigung. Man könnte jetzt auch noch mal, hier habe ich so ein paar niedliche Puppen. Ja, es ist so, wenn man jetzt mit einer rotierenden Bürste an den Haaransatz kommen würde, ja, dann könnte man sich natürlich Haare ausreißen. Ja,
Mein kleiner spanischer Freund hier, der lebt noch, ja, wie man sieht hier. Und hier ist es dann so, kann ich das bloß mal schnell noch erklären. Wenn man das Gerät einschaltet, dann hat man circa 3 Phasen, 20 Sekunden, dann piepst das immer. Ja, also man macht eine Gesichtshälfte reinigt man. Ja, nach 20 Sekunden würde es dann piepsen, dann macht man die nächste Hälfte, dann Stirn- und Nasenbereich im dritten Part. Und dann nach 60 Sekunden schaltet das Gerät automatisch ab. Dann ist normal die Gesichtsreinigung abgeschlossen. Und ja, sehr schnell und effektiv, was ich dann auch nochmal hier mit dem Test demonstrieren möchte. So, jetzt möchte ich erstmal auch auf der Haut einen Test machen. Ja, mit einem Edding, mit einem wasserfesten Permanentmarker mache ich mir jetzt mal hier ein paar Striche auf die Haut. Ja, dann wähle ich auch nochmal einen Kajalstift. Ja, das ist ja jetzt nur mal, dass man sieht, wegen der Entfernung, wie effektiv das mit dem Gerät geht und wie das so mit der manuellen Reinigung funktionieren würde. So, hier auch mal ein Eyeliner. Ja, entfernt sich ja alles nicht so einfach. Möchte ich auch mal hier was drauf machen. Und dann haben wir noch einen schönen knallroten Lippenstift. Ja, schön geschminkt. Okay. So, dann nehme ich mir ein sanftes Kosmetikreinigungstuch. Nehme ich ein bisschen ganz normales Wasser, habe ich hier drin. Dass ich erstmal ein bisschen, die Haut wollen wir ja reinigen, tue ich das erstmal ein bisschen anfeuchten. Und jetzt nehme ich mal unser Reinigungsgel. Es gibt übrigens ein Reinigungsgel für den Bürstenkopf für die normale Haut hier in Blau. Und es gibt auch noch einen sehr, sehr sanften, schonenden Reinigungskopf in Rosa. Das ist natürlich noch feiner, noch sanfter. Und da hat man eine Reinigungscreme, die speziell für die Bürsten wurden die natürlich kreiert. Man kann auch sein eigenes Produkt nehmen vom Reinigungsprodukt, aber wir empfehlen natürlich von der Firma LR das Produkt zu benutzen, falls man nicht mit seinem eigenen Produkt klarkommt. Es wurde wirklich für die Bürsten dann auch so konzipiert. Ja, das Reinigungsgel ist so leicht schäumend und für die sensible Haut die Reinigungscreme dann. Und ja, ich habe viele Menschen schon befragt und Tests gemacht, die sagen, es ist ganz sanft, ja, wie ein ganz neugeborenes Kätzchen oder wie, also ganz, die haben das wirklich unglaublich fanden, dass wie sanft diese Bürsten sind. Also diese sensible könnte man sogar bei Rosacea, bei Cuprose verwenden. Also wenn man jetzt keine Pickelchen oder Püstelchen hat oder eine Entzündung. Ja, da gibt es dann wieder andere Produkte von der Firma LR, wie diese innovativen Microsilver-Produkte, ja, als Waschlotion, als Face Wash hier und als Face Cream, als Gesichtscreme. Und ja, jetzt mache ich mal einen Klecks von dem Reinigungsgel auf das Tuch hier. Und versuche jetzt mal das abzureinigen. Ja, man sieht, es bleiben da noch recht viele Reste und es dauert relativ lange. So, dann testen wir jetzt mal den Zeitguard. Der verspricht ja 10-mal effektiver, schneller. Ja, man kann es auch, wenn man so eine Schminke nimmt mit UV-Faktor, also was man unter UV-Licht sieht, sieht man wirklich dann auch noch Rückstände. Selbst
wenn man äußerlich nichts mehr sieht und nach der Behandlung mit dem Zeitgrad ist wirklich alles weg. Und das möchte ich jetzt mal beweisen, wie gut das funktioniert. So, dann wird er ein bisschen angefeuchtet. Und wir machen mal einen Klecks von dem Reinigungsgel drauf. Und dann schalte ich das Gerät jetzt mal ein. Ja, und ja, man sieht schon einen Sekundenschneller. Ja, entfernt sich hier komplett alles. 20 Sekunden hatten wir jetzt. Es geht eben schon noch 10 Sekunden circa. So, dann noch ein bisschen den Lippenstift und alles abwischen. Ja, ist ja klar, dass man das nochmal mit Wasser reinigen muss. Aber eine tipptopp Sache und man sieht, der Schmutz ist dann hier in der Bürste. Wäscht man dann ganz normal aus, legt das in die Ladestation oder lässt das hier drauf, die Schutzkappe drüber, lässt man das trocknen an der Luft und weil die Mikrosilber-Ionen dann automatisch abgegeben werden, reinigt sich das wirklich selbst von Bakterien. Also Bakterien werden abgetötet, die Weitervermehrung von Bakterien wird verhindert, ganz effektiv. So, dann möchte ich nur noch mal einen kleinen Test machen hier auf der Madame Biozitrone. Ja, die möchte ich mal ein bisschen anschminken hier. Mal so. Ja, ich bin ja auch immer ein bisschen Spaßvogel. Aber das macht mir eben hier Spaß. Ein bisschen schminken müssen wir da auch noch, ne? Das ist dann die mit der normalen Reinigung hier, ne? Und dann machen wir hier mal die den Zeitcard schon hat, ne? Die grinst natürlich hier über alle Backen. Ja, eine glückliche Zitrone. Ja, also Bio sind's ja beide. Passiert mir immer wieder mal. So. Da haben wir die Exemplare. So, dann würde ich ja, normal nochmal einen ganz kleinen Klecks von dem Reinigungsgel drauf machen hier. Jetzt machen wir das Ganze mal manuell hier. Reinigungsgel drauf. Richtig ordentlich. Und dann versuchen wir mal das hier aus den Poren rauszuschrubbeln. Ja, und durch diese vielen Poren und diese Unebenheiten. Also da gestaltet sich schon sehr, sehr schwierig. Ja, aber es macht sich eben auch gut für so einen Test. Ja, also hier rubbelt man sich den Wolf. So, und jetzt mal mit dem Zeitgard. Ja, Klecks Reinigungsgel haben wir ja schon drauf. Dann nehmen wir mal unsere glückliche Zitrone, die hier schon den Zeitgard nutzt. Da ist schon, sagen wir mal, der Kussmund weg. Das müssen wir dann natürlich noch ein bisschen abwischen. Jetzt haben wir gerade mal 20 Sekunden, ja, 20 Sekunden rum. Dann nehmen wir auch noch mal die unglückliche Zitrone. Auch da ist jetzt schon der Mund weg hier. Ja, man macht das so in rotierenden Bewegungen, aber es
Es ist sehr, sehr sanft. Ja, es ist sehr, sehr sanft und sehr effektiv. Holt das selbst aus den groben Poren hier raus. Ja, wie man sieht hier, komplett alles abgereinigt. Ja, und der Schmutz ist tatsächlich hier in der Bürste. So, jetzt würde ich das nun noch mal grob abwischen hier. Hier auch. So. Noch mal ein bisschen Wasser. Also, unglaublich. Ich staune selbst immer wieder. Ich staune selbst immer wieder, was das Gerät kann. Selbst als Mann sage ich da, wow, das gibt's doch gar nicht. Ist ja unglaublich. So, dann möchte ich nur noch mal kurz zeigen, das Gerät ist so Spritzwasser geschützt. Also das müsste man jetzt natürlich schön auswaschen, ja, den Bürstenkopf. Aber ich möchte mal beweisen, man kann es auch unter der Dusche verwenden. Ja, das Gerät, ich habe hier mal ein bisschen Wasser eingefüllt und ja, passiert nicht, geht nicht kaputt. Na? Tun wir das bloß mal ein bisschen ab. Trocknen. So. Ja, tolle Experimente. Ich sag mal, ist für die ganze Familie gut. Aber auch für Männer. Ja, Männer können profitieren, ja, durch ein besseres Hautbild, bei eingewachsenen Barthaaren. Ja, ein bisschen Anti-Aging-Effekt hat es auch noch. Durch diesen Massageeffekt, ja, wenn man das jetzt wirklich mal einen Monat circa kontinuierlich eine Minute lang im Badezimmer verwendet, ja, eine Minute für die Gesichtsreinigung verwendet, auch Männer, dann hat man natürlich nach einem Monat weniger Mimikfältchen, ein deutlich besseres Hautbild. Also ich sag mal tipptopp für Frauen, für die ganze Familie, auch für Männer. Daumen hoch, also ich bin total begeistert. Ich benutze das auch jeden Tag. Ja, meine tollen LR-Produkte. Ja, Preis, Leistung, Qualität 1A. Ja, kann man gar nichts sagen. Direkt ab Werk. Ja, schnelle Lieferung. Weltweiter Service. Okay, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.